This was shot in front of a live studio audience at twitch.tv/grozillaentertainment. Das ist ein richtig mieser Tag für den armen Brody. Erstmal beißt einer ihm richtig miese Finger ab, dass er aussieht wie drei Finger Jason. Und dann kriegt er noch einen Armbrustschuss in seinen dicken linken Bein. Alles spricht dafür, dass das ein mieser Tag ist. Imagine, der muss jetzt nur arbeiten gehen. Dann ist richtig Absturz. Guck dir das mal an, Digga. High five, high drei, Digga. So ein Ding ist das. Ey, Jungs, kann das sein? Also ich gehe davon aus, dass es der Fall ist. Aber hätte ich überhaupt nicht meine ganze wertvolle Munition verballern müssen? Digga, wer benutzt denn so die Karte? Welcher unterirdische Mensch? Digga, wer hat diese Steuerung gemacht? Jetzt for real. No joke, die Steuerung ist auf dem PC voll für den Arsch, Digga. Irgendwas fehlt. Eine Kurbel fehlt, Bruder. God damn. Ich habe einen Schuss und unendlich Messerstiche. Aber ich hätte lieber unendlich Schuss und einen Messerstich. Wisst ihr, was ich meine? Ist angenehmer. Dreh um, Bruder. Fahr nach Hause. Desinfiziere die Wunde. Leg dich für mindestens eine Woche auf die Couch. Das ist genau, was ich mir gedacht habe, Digga. Ich würde hier gar nicht in diesem Drecksloch überhaupt weitergehen. Die könnten mich so fett an der Poperze. Wir opfern diese Wächterzeigen. Wächterzeichen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge den Zorn Mutter Mirandas. Ja, mal gucken, was Mutter Miranda sagt. Hey, her, boy. Zyniker, Digga. Ich hab keine Angst vor Mutter Miranda. Ich hoffe nur, dass dieser komische Baba von gleich nicht mehr kommt und aus mir ein Akkordeon macht, Digga. Ich hab keinen Bock, mich mit denen zu messen. Sie sind krasser als ich. Das muss ich einfach zugeben. Bitte, bitte, bitte! Close the door. Oh shit, Oma, ich helf dir. Hey, what are you doing here? Was ist? Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. Whoa. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oha, du Rassist. Nicht, dass ich dir gleich einen Stich verpasse. Bruder, diese andere Raucherlunge am Start. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Was ist? Ich finde, du brauchst die Machete mehr als er. Definitiv ist sie an ihm verschwendet. Bruder, sage ich dir so, wie es ist. Wir beiden teilen genau dieselbe Meinung. Gerade eben habe ich das auch über die Shotgun gesagt. Und mir wollte keiner glauben. Also diese Machete ist auf jeden Fall einiges besser als dieses Zahnstocher-Ding, was ich hier in der Hand habe. Mach doch auf! Come on, it's clear. Bruder. Digga, was für fette Türen, Junge. Oha, du freche Sau, Digga. Oha. Habt ihr den Disrespect gerade mitbekommen? Absolut garstig. Ach, Gott sei Dank hast du eine Tochter. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Voll gelogen. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. What the fuck, Digga? We have to get inside. Ja, danke für den Tipp, Sherlock Holmes. Dass wir ins Haus müssen, war mir auch bewusst. Hello? Anybody home? Das war so typisch dumm gerade. Louisa! Open up, it's me, Elena! What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Halt's Maul, du Junkie, Alter. Sauf mal lieber dein Weißbier, Digga. Halt's Maul hier. Ethan, take a seat. Ethan Arby. Is this all that's left?
From your entire village? All that's left. All that's left? There is no one left! Was bist du für einer Musch aus meinem Gesicht? Invalid! A stupid, wailing bitch! You! Digga, der you der ist am Rose, der ist dabei, der Bruder. Outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! We give you glory, Mother Miranda! Sollten die nicht leise sein, Digga? Warum sind sie so laut? No. The tea should be ready. Come help ist das me eine Sekte? That prayer. Keine Ahnung, Digga. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? I'm exposed! No! Oh, shit! Der hat die in Father! Hälfte Lena, geschmissen, Digga. No, let me go! Digga, du hast eine Knarre, Alter. Schieß ihm mal das Gesicht weg. Lass das hier. Hol dir mal. Bruder, du bist aber ein ganz wilder Pisser. Let him go. Oh, shit. Der hat aber einen starken Schädel, Digga. I said no. Damn, Frau. Aber ich will jetzt nicht mal so tun, als ob, aber der Bruder von gerade, der Vater von der Tusse, der hat gerade diese eine Frau mit einem Schlag von der Machete in zwei geteilt fast, Digga. Muss dir das mal vorstellen. Autoschlüssel. Ihr wisst ganz genau, wenn so dramatische Sounds kommen, dann bist du am Arsch. Digga, hat der das Autoschlüssel genommen, weggeschmissen, nur dafür den Schraubenzieher genommen. Das wäre Next Level. Wäre nicht passiert, hätte man ihm, wie ein vernünftiger Mensch, die Machete abgenommen. Bin ich 1:1 bei dir, Digga. Diese Machete brauchen wir um einiges mehr als dieser tote Trottel jetzt. Und jetzt hängen wir wie Dummköpfe ohne Machete rum. Und jetzt haben wir eine Frau im Schlepptau. Unsere Frau ist tot, voll abgehoben. Digga, was hat der denn vor jetzt? Gas geben. Digga, war es ein irdischer Uhrenmensch. Machete über Frau. Safe. Was wird das, Digi? What the fuck? Ethan, are you alright? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. What the fuck? Digga, das war gerade voll die irrational dumme Entscheidung. Komm, komm, Oma, gib Gas. Try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. I know I'm kind, bitch. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Oh shit, Dreiecksbeziehung. Ja, und jetzt? Achso, oh, lul. Ich bin blind. Der Ethan, der kann einfach nicht vernünftig treffen und andere Sachen hochgehen. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, stell dich nicht so an, Oma. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Digga, was ein Terminator, Alter. It's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Come on, man. Wie dumm seid ihr hier? Ach, man. Stay there. Come on. Give me your hand. Digga, benutzt ihn als Treppe. Ethan, go! Save your daughter! Lena, don't give up! Reach for me! I'm an Aquam. Digga, was für ein Verlustgeschäft. Jetzt haben wir weder Machete noch Frau, Digga.
Why is everyone dying on me? Wieso muss jeder sterben? Weil du keine rationalen Entscheidungen triffst, mein Kleiner. This is just too much. Der Opa hätte schon längst die Machete raus der Hand genommen. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Hey! God damn! Sonnenkönigin, was ist das denn, Alter? What was that? Digga, der hat ihn mit einer Hand so gesightermat, ne? Der hat ihn vor sein Genick gebrochen. God damn it, der will ich mich aber nicht anlegen, sage ich so, wie es ist. Okay, aber irgendein Brudi. Noro, du hast doch gesagt, hier ist angeblich schon 3 Shotgun-Schüsse vorbeigelaufen. Was eine Frechheit ist. Ich würde das gerne haben. Also ein Schutzbunker wieder, Lul. Death. Yes. Death has visited them all. Sieht aus wie diese eine Wirbelsäule im Rollstuhl von SpongeBob irgendwie, ne? Okay, ja, scheiß auf die 3 Munition. Kann man ihr ein paar Stiche geben? Ach, Glück gehabt, Oma. Okay, hier war ich auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall nix. Ist einfach Zero. Das hier war ja auch verschlossen. Arme Nagel. Gibt's hier vielleicht eine AK um die Ecke? Das würde mir sehr schmecken. Well, well. Wo kommst du jetzt her, Jesus? You must be pretty tough. Digga, der sieht aus wie von Bloodborne, Alter, diese alten Jäger. Sogar mit dem Hammer. Oh, shit. Mother Miranda is gonna love you. Entspann dich mal, Magneto, was ist das? God damn, man. Very nice, Ethan. Oder was zum... Digga. Was macht der große Bruder jetzt hier? Oh, damn. Oh, shit. Ich glaube, alle seine Knochen sind richtig matsch. Ey, der hat einen richtig miesen Tag. Mit dem würde ich nicht tauschen wollen, sage ich so, wie es ist, Digga. Aber die fühlen sich ein bisschen zu sehr auf Superman-Kräfte auf, Digga. Kriege ich auch ein paar? Kann ich dann vielleicht, auch so magnetomäßig alles steuern? Das würde an sich schon gut schmecken. Puh. Naja, aber wie Christopher Reeves im Rollstuhl landen. Bruder, was will hier Kingpin? Guck dir den Fetten an. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Ah, here? Kaufmann. Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Okay, ich mag den schon. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire. I can provide. Alhamdulillah, dass du existierst, mein Kleiner. Seeking something in particular. I've prepared a special present for you. Hohoho. Was ein heftiger Boy.